Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, und zwar wie man einen Banküberfall macht. Nicht hier, besser gesagt kein Banküberfall, sondern ihr wisst schon, was ich meine, einen Laden überfallen. Genau. Erstmal gucken wir uns hier um. Es gibt nicht viel zu sehen. Da hinten ist das Lager. Jetzt sagt er come back. Jetzt guckt er mich blöd an. Jetzt zeige ich ihm die Fäuste. Und jetzt ziehe ich die Waffe. Aber aufpassen. Keine Ahnung. Ich habe immer in den YouTube-Videos gesehen, dass die Leute die Flaschen wegschießen. Keine Ahnung warum. Schießen wir die Zigaretten weg. Ah, er flieht. Er geht in den Panic Room. What? Alter, schaut's euch an. So überfällt man einen Laden richtig. Und was viele gar nicht wissen, da ist ja noch ein Safe. Nicht schlecht. Und jetzt schauen wir einfach mal. Oh. Oh. What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Ah. Okay. Mal gucken, ob die Bullen hier reinkommen. Verstecken wir uns ein bisschen. Oh, Gottes Willen. Oh. Krass. Alter. Da gibt's ja richtig Punkte, Mann. So überfällt man einen Laden richtig. Und da sind wir auch noch tot. Ja, so könnt ihr es auf jeden Fall mal machen. Das ist auf jeden Fall eine lustige Sache. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. So, da hinten ist das Gefängnis. Da kann man auch einbrechen, aber da kommen ganz viele Fahndungssterne. Da würde ich euch wirklich raten, mit euren PSN-Freunden reinzugehen. Sonst ist das nicht mehr angenehm. Nein! Oh Mann, dann schieße ich hier wieder weg. Dann schieße ich hier wieder. Ach nee, nicht schon wieder die Polizei. Das gibt's ja gar nicht. Was macht ihr denn? Zack! 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 So, die sind auf jeden Fall schon mal tot. So, wir haben noch gar nicht lang aufgenommen. Mann, jetzt rassen wir mal da rein hier. Bam! In den Früchteladen hier. In den Warenstand hier. Leider kann man dieses Obst nicht killen. Das ist ein bisschen schade, aber ich habe hier eine wunderbare Schalldämpfer mir gegönnt. Man gönnt sich ja sonst nichts, gell? Aber Schalldämpfer, das ist schon gut. Damit kann man was machen. Nur der Schaden ist nicht so gewaltig. Nun ja, das war auf jeden Fall GTA 5 Online. Eine kleine Runde, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTubeGamescom auf der PlayStation 4. Ciao.